So, liebe Barbara, Ökonomie der Menschlichkeit ist das Thema heute. Wir sind ja in einem Verbund, du bist im Kern wirkend und wird oft gesagt, ist die Ökonomie der Menschlichkeit ein Traum oder wie schaut das aus? Und wir haben einfach kurzfristig spontan einmal gesagt, wir wollen einfach das mehr beleuchten. Es geht definitiv um eine neue Wirtschaft und was wäre aus deiner Sicht jetzt wichtig? Wie wird sich das Feld jetzt klären oder wie könnten wir Antworten geben, dass das klarer wird? Ich starte jetzt gleich bei dem, was du gesagt hast. Ist die Ökonomie der Menschlichkeit ein Traum? Ja, bin ich davon überzeugt, dass die gerade für viele Menschen ein Traum ist. Nämlich eine Wirtschaft, die dem Leben dient, die gibt es so noch nicht. Somit gibt es Pionierarbeit zu leisten. Pionierarbeit heißt immer, wir gehen mutig und vertrauensvoll voran, zeigen was auf und bringen das. Und mir fällt da immer zu diesem Traum das Zitat ein oder die Aussage vom Roten Kreuz Gründer. Der hat die Aussage getätigt, die Träume von heute sind die Realität von morgen. Und so ist mein Blickwinkel auf die Ökonomie der Menschlichkeit. Eine Wirtschaft, die wirklich dem Leben dient, dem Menschen sowie der Natur, der Umwelt, die gemeinsam ineinander wirkend koexistieren kann und sogar symbiotisch zusammenwirkt. Was Aber ist da denn wir dein haben. Blick auf das? Bitte? Was ist denn dein Blick auf das? Du wärst ja noch fast viel öfter damit konfrontiert wie ich. Naja, täglich, und ich merke halt, dass immer mehr Resonanzraum ist. Was ich ganz, ganz klar merke, ist, dass man nimmer über die Sprache, nimmer über das Verbale kommuniziert in diese Richtung, sondern dass es wirklich ein Gefühl ist. Und über das Gefühl wird es auch verständlich, also das Weibliche, wenn ich das so sagen darf. Und dann spürt man auch, das ist eine Tür in einen neuen Raum, den wir noch nicht haben. Und somit haben wir auch keine Referenz zum analytischen Verstand, braucht es aber nicht. Denn in der Vergangenheit dieser Reichtum, wo wir auch gesagt haben, den wollen wir neu definieren, was ist Reichtum? Ist das nur Geld? Wir sind ja der Meinung, Barbara, das ist viel, viel mehr, weil es gibt ja auch Menschen, die haben sehr viel monetären Reichtum und sind aber innerlich arm. Und diese Verbindung ist jetzt das Interessante. Und da hat es ja ein schönes, Be oder schönes Beispiel, schönes ist völlig falsch, aber der reichste Österreicher ist ja vor ein paar Tagen verstorben. Und da sagen ja viele, ja, hoffentlich gibt es da wieder andere Mäzene. Aber unser Ansatz, Barbara, ist ja der, dass wir alle reich sind, dass uns allen gut geht und dass man nicht abhängig ist von ein paar Milliardären, sondern dass sie die Wirtschaft komplett neu ordnet, komplett neu strukturiert. Genau, dass die Fülle da ist. Und vielleicht darf man diesen Mäzenen eben auch da wiederum hinter den Mäzenen den Mensch sehen. Der Mensch, der da ganz viel ins Laufen, in den Fluss gebracht hat, der wunderbare Ideen gehabt hat, der geschaut hat, wie ist denn was möglich. Und was er für mich immer ausgestrahlt hat, der Didi Mateschitz, war das, so eine Verschmitztheit und auch eine Lebensfreude. Und wenn ich jetzt das wieder zurückbringe oder zu dir, das du strahlst gerade, du sprichst über die Ökonomie der Menschlichkeit und was sie wahrnehmen, ist ein Strahlen. Und Barbara, ganz interessant, Dietrich Mateschitz hat mich berührt, ich habe ihn leider nie kennengelernt. Und er hat gesagt, ich habe mir einiges angeschaut, Freude ist ihm ganz wichtig. Aber das Monetäre war wirklich eine Folge seines Tuns. Er ist um Freiheit gegangen, ganz wesentlich. Und er hat gesagt, immer mit Freude zu tun. Und wenn wir jetzt in Genau. der Wirtschaft schauen, da haben wir ein Riesenpotenzial. Und diese Lebensfreude, die ist eine ganz wesentliche Säule, die wir jetzt fördern. Genau, und ist auch mein Indikator, den ich irgendwann bemerkt habe in meinem Leben. Also wirklich der Indikator, der mir meine Herzenswahrheit aufzeigt, der in Unternehmen die Herzenswahrheit aufzeigt, ist diese Lebensfreude. Und ich weiß, wenn die da ist, dann geh mit Begeisterung deinen Weg, meinen Weg und kann auch die Neugier leben. Und bringe jetzt wieder zurück, ja, diese Neugier eines Kindes mit dieser Neugier, den Weg zu beschreiten, den es dort zu gehen gibt. Diese Pionierarbeit, ja, eine Wirtschaft, die dem Leben dient. Genau, der Wunsch ist ganz, ganz groß und den machen wir möglich. Den machen wir insofern möglich, weil es einfach auch darum geht, diese alten Ich Prägungen. gehe sogar nochmal ans Bein Wunsch. Wir haben den Workshop auf der Alm gehabt, gell? Da ist nicht nur um Wünsche gegangen, sondern da ist darum gegangen, Träume auch zu verwirklichen. Und es war wichtig, ein Traum und ein Wunsch ist schon in einer Box.
Weil das, was ich mir vorstellen kann, gell, sind Dinge, die ich schon erfahren habe, beziehungsweise die mein Gehirn irgendwo gesehen und gehört hat. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir wünschen, das kann ich mir visionieren. Und wir als Ökonomie erlauben uns jetzt, noch einen Schritt weiterzugehen und diesen Raum zu eröffnen. Weil wir eben wissen, dass Erfahrung immer die Laterne im Rücken ist. Und wir gehen den Schritt weiter. Ganz genau. Und eben von dem Wollen ins Können, das ist das, was mir so motiviert. Genau. Und da haben wir am 24. November einen Impuls mit Barbara Rettenbacher, auch wieder Barbara, die wirklich einen Zugang hat und wo ganz, ganz viel passiert. Und man eben diese Verbundenheit auch spürt und auf Urvertrauen da ist. Also richtig so den Wert, dieses tiefere Menschsein zu gehen, da sind wir jetzt definitiv dabei. Ja. Und da wird sich ganz, ganz viel öffnen. Also wir schaffen eine neue Ökonomie. Da bin ich jetzt felsenfest davon überzeugt, die wirklich, wie du so schön sagst, dem Leben dient. Genau. Und wie man es so schön auch so kraftvoll, wie es in der Vision steht, gell? Zum Wohle des Einzelnen, und zum Wohle aller. Und ich glaube, jetzt aus meinem Blickwinkel ist das sogar vielleicht ein schöner Schluss für heute, für diesen kurzen Impuls. Wir haben alles gesagt, also ich von meiner Seite, wir haben viel gesagt. Vielleicht durften wir neugierig machen. Vielleicht durften wir beide so ein bisschen Begeisterung jetzt wecken. Und wir freuen uns auf alle Rückmeldungen. Genau, und es geht wirklich ums Tun. Die Tür durchzugehen, das ist definitiv. Wir können, genau, so und wir gehen. Wir können und wir gehen.